Durch eine Kompressionsdruckprüfung lassen sich Schäden am Motor relativ schnell und einfach eingrenzen. Nach einer erfolgten Kompressionsdruckprüfung ist eine Aussage über die Demontagenotwendigkeit des Zylinderkopfes zur weiteren Schadensfeststellung möglich. Zur Durchführung sind grundsätzlich die Herstellervorschriften zu beachten. Es lassen sich aber Arbeitsschritte wie die Außerbetriebnahme der Zündung und Einspritzung und das Sichern des Fahrzeugs gegen Wegrollen als gegeben voraussetzen. Nach jeder durchgeführten Messung muss der Kompressionsdruckprüfer manuell drucklos gestellt werden. Dies geschieht durch senkrechtes Aufsetzen der Prüfspitze auf eine feste, ebene Fläche. Dabei hört man ein leichtes Zischen. Nach der Drucklosstellung wird der Kompressionsdruckprüfer zur Prüfung des nächsten Zylinders vorbereitet. Durch Betätigung des Handschalters, der sich meist auf der Unterseite des Kompressionsdruckprüfers befindet, erfolgt die Umschaltung auf den nächsten Zylinder. Die Auswertung der Kompressionsdruckprüfung muss immer nach Herstellervorgaben erfolgen.